Hallo, ich bin Dario von Nano Bike Parts und ich werde euch heute ein weiteres Modell von Ortgib vorstellen, den Bike Shopper. Dieser ist erhältlich als Einzeltasche und fasst ungefähr 20 Liter. Die Tasche ist in 7 Farben erhältlich und zwar in dem Nylongewebe, wie wir sie hier sehen, einmal in Violett, Chili, Stahlblau, Schiefergrau und Schwarz. In dieser typischen LKW-Plan Version gibt es hier einmal in weiß-schwarz und wie wir sie hier sehen in Limonengrün. Außerdem gibt es noch eine weitere besondere Tasche und zwar einmal in schwarz und die ist in einem Kunstleder gehalten. Alle Taschen haben eins gemeinsam, sie sind wieder wasserdicht und haben einen ganz besonderen Verschluss, man nennt sich einen Quick-Seal-Verschluss. Und zwar ist er mit so einem Schieber zu öffnen und zu schließen und komplett wasserdicht. Ist deutlich einfacher zu handhaben als die typischen Rollverschlüsse. Innen drin in der Tasche befindet sich nochmal eine zusätzliche Innentasche mit Reißverschluss und einem kleinen Netzfach. Diese hat genau ein A4-Format, sodass man zum Beispiel einen Briefumschlag oder einen kleinen Ordner mit einwerfen kann. Die Tasche ist mit dem aktuellen QL 2.1 System ausgestattet. Das heißt, sie hat auf der unteren Schiene und an den Haken eine sogenannte Anti-Scratch-Beschichtung. Die sorgt dafür, dass der Gepäckträger durch die Tasche selber nicht verkratzt wird. Die Einstellung aller drei Haken erfolgt werkzeuglos oder kann werkzeuglos erfolgen. Die oberen Haken haben jeweils eine Maulweite von 16 mm. Mit im Lieferumfang der Tasche befindet sich auch Reduzierstücke, dass diese auf 12, 10 und 8 mm verkleinert werden können. Für größere Durchmesser kann man separat nochmal zwei einzelne Haken bekommen, die mit einer Maulweite von 20 mm zum Beispiel für stärkere Gepäckträger, wie sie zum Beispiel bei E-Bikes, ja, wie es bei E-Bikes gibt. Die Tasche verfügt über ein Tragegurtsystem, die sowohl als Handschlaufe als auch als Schultergurt genutzt werden können. Und zum Verstauen oder vor der Fahrt sollten diese möglichst gekürzt werden, damit sie nicht zum Beispiel ins Laufrad gelangen können. Die Tasche ist wiederum mit Reflektoren ausgestattet und der Aufbau ist symmetrisch, sodass sie wiederum auch beidseitig rechts und links am Fahrrad gefahren werden kann. Für weitere Produktvideos abonniert einfach unseren YouTube-Channel.